Ja. Ja. Ja, vielleicht vergesse ich dann nachher wieder. Ja. Hallo, Herr Tetzlaff, Graf von Tetzlaff, ich grüße Und? Sie. Tesla. Was? Sanchez, Sanchez. Wie, Alles Sanchez? senkrecht? Nee, noch nicht, die Pillen, die Noch wirken nicht. noch nicht richtig. Ich hätte da ganz zur Not noch was ganz Verrücktes. Was? Kalle, ich komme direkt wieder, ja? Kalle, geht Ja. um mein Leben. Kommen Sie Ja, mit, Herr bitte mach mal. Tetzlaff. Was haben Sie für mich? Ich habe ja, Sie sehen ja, ich habe jetzt einen Bart sogar. Ja, den habe ich auch. Gucken Sie mal. Ja, meiner ist, ich habe ja nun gar keinen Bartwuchs, sehen Sie ja. Ich habe ja weder Augenbrauen, ich habe ja nichts. Ja. Ich habe aber in China, ich weiß nicht, ob Sie das auf Piper gesehen haben, so eine Creme gefunden, mit Die über Haare wachsen lässt. Ja, zack, hatte ich den Bart. Und jetzt meinen Sie im Hinterkopf Und in Ratadiere Modelle? Ich könnte mich da. ich habe in dem Prospekt, was ich so bei Spugel übersetzt habe, auch gelesen, dass die Firma, die dieses Haarwuchsmittel macht, auch was gegen, na, Sie wissen schon, Gegen meine Erosionsstörung. gegen ihre Erosion, ja, gegen die Störung hat. Wenn Sie wollen, würde ich das einfach mal bestellen und wir probieren das einfach mal aus. Sie würden für mich ein Wachstumsmittel für die Haare bestellen, was ich mir unten auf meine Nein, 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 Gliedmaßen nein, 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 schmieren nein, nein. soll. Sch. Ich würde bestellen ein potenzsteigerndes Mittel aus China. Was? Oh. Ja. Sie meinen doch nicht die blauen Pillen oder was? Nee, das soll wohl besser sein. Noch besser als die blauen. Wie heißt das denn? Ich kann Hu das nicht aussprechen, Weng weiß nicht, Lang wie das. Yang oder wie? Ding lang oder so vielleicht. Ich weiß es Ling nicht. Lang. Steh lang. Sie Lang. Ja, Ding das lang. ist natürlich. Ja, was? Also, wenn Sie wollen, würde ich es bestellen. Ja, ich würde das nehmen. Das kostet Steh 49 Lang. Dollar. Wie viel? 49. Hab ich nicht. Herr Tetzer, wo soll so viel Geld Ich würde hernehmen? das erstmal auslegen. Wenn das klappt, dann können wir vielleicht Probieren Sie richtig das zuerst Geschäft an damit sich draus machen. aus? Ich bei meiner steht, aber brauchen Sie bloß schnipsen. Schnipsen Sie jetzt nicht. Und Okay, also, jetzt, Herr ja, Tetzlaff. es muss eine Frau schnipsen, dann geht das. Also. Also, wenn Sie mögen, würde ich das bestellen. Wenn Sie sagen, nee, Sie wollen das. Nee, dann nicht. Nee, ich will das. Okay, dann bestelle ich Können Sie das. Ich das denke mal, per das Eillieferung machen? müsste morgen da sein, ja. Echt jetzt? Bestell das jetzt gleich. Herr Tetzlaff, Sie sind der beste Mensch auf Erden. Für Sie nur das Beste. Aber eins müssen wir auch dafür einen Gefallen tun. Ich warte noch auf die Lieferung der fleischfressenden Pflanze an meinem Grundstück. Ja. Jo. Ja, haben Sie die schon bezahlt? Ja. Die Hälfte war das, was Sie gezahlt hatten, ne? Richtig, bei Ihrem Männer-Schwertkampf da. Wo ist denn Ihr Aufführung. Grundstück, Herr Tetzlaff? Und zwar ist das an der Westküste. Bei dem. Direkt an der Westküste bei dem kleinen Pier. Da ist das, bei Inkumasch. Beim was? Kumasch heißt das Viertel. Ja, was ist denn da in der Nähe? Die Schrottwerkstatt. Nee. Ganz im Westen, am Ja. westlichsten Highway, da ist der kleine Pier, Ja, ein habe ich. Strand, ein Strandhaus. Da ist eine öffentliche Garage Wo sind und dann schräg. Pier? Ich sehe da nur eine Tankstelle, die Schrottwerkstatt, noch eine Tankstelle, Eisenhändler. Sie wissen, wo der Westen ist? Ja, gucke ich gerade auf der Karte, Herr Tetzlaff. Marihuana-Plantage ist da. Was ist da? Smoker? Ja? Was für eine Plantage? Marihuana. Was ist denn das? Da war ich noch nie. Ja. Sollen wir die mal zeigen? Da wachsen, da sind so, da, das finden Sie da. Tannenbäume. Kleine Meinst du? wohl. Kleine. Jetzt sagen Sie mir nochmal, wo das ist. Also, Herr Smoker, ganz im Westen. Ja, bin ich. Da ist eine öffentliche Garage. Habe ich ja. Neben dem Shop. Genau, und Unter da der wohne ich. Verwahrstelle, ja. Was? Was? Ich will das nicht mehr. Herr Smoker, können Was? Sie Ihre Handykarte aufmachen? Habe ich doch schon die Was ganze. ist oben? In der Oben ist eine Himmelsrichtung? Tankstelle und darunter Nee. ist die Marihuana-Plantage.
Wollen wir nicht einfach mal zusammen irgendwann hinfahren? Ich glaube, das ist einfacher. Ja. Oder? Können wir machen. Mhm. Mit dieser Plantage sollten sie vielleicht nicht so, wie soll ich sagen? Laut rumposaunen? Warum? Weil das illegal ist? Ja, ich habe eh Probleme, Herr Tetzlaff. Was haben Sie denn für Probleme? Sie haben ja ärztliche Schweigepflicht, richtig? Mhm, wenn ich im Dienst bin, genau. Ja, dann sage ich Ihnen das jetzt nicht. Okay, ich bin im Dienst. Nein, Sie können mir vertrauen, ich bin ja Ihr wandelnder Arzt mit, ist alles gut. Was ist los? Ich und die Frau La, ne? Ja. Wir wollten das mal ausprobieren. Wir haben ja nur einen Wohnwagen, Tetzlaff. Mhm. Und jetzt kommt ja unser kleiner Kai-Uwe oder es wird eine Jacqueline zur Welt und wir können dem Kind ja nicht so groß bieten. Wir haben ja noch nicht mal Geld für ein Babybettchen bis jetzt. Ja. Und da hat die Frau Olla und ich haben uns dazu entschlossen, vielleicht mal das mit dem Hasch da zu probieren einmal. Oh Gott, das können Sie nicht machen. Ja, und wir haben das einmal gemacht und sind erwischt worden, Herr Tetzlaff. Die wurden schon einmal erwischt? Ja, wir haben das beim ersten Mal direkt. Oh Gott, und nu? Ja, jetzt heißt es entweder Gefängnis oder 10.000 zahlen. Ja, klasse. Ja. Da haben sie sich ja wieder richtig Mühe gegeben. Da konnten wir ja nichts für, da hat die uns erwischen. Herr Smoker. Ja. Sie wollen ja mit mir sagen, dass sie von mir 10.000 Dollar wollen? Wenn sie mich direkt fragen. Hm, frage ich. So als langer Freund, Herr Tetzlaff, wäre nur leihweise. Ich würde das auch zurückbezahlen, wöchentlich. Kopfschmerzen. Was ist denn das jetzt für ein Summen? Was ist denn jetzt los? Kein Signal auf dem Monitor? No Signal detected? Der PC startet neu, was? Was? Wow. Kneipentheorist.